jetzt gerade noch mal einen obendrauf, weil wir so im Schuss sind. Ich kann noch mal reden über Lügen. Dass die ganze Pandemie-Scheiße da Lüge ist mit dem Corona und bla bla pipapo, das sollte mir langsam jemand klar sein. Wer es wem nicht klar ist, dem kann ich auch nicht helfen. Der ist einfach zu blöd, um das zu kapieren. Sorry. Aber das hat mit dem zu tun, dass wir von klein auf Gehirn gewaschen werden. Mit Weltbildern, die überhaupt nicht stimmen. Mit Ansichten, die überhaupt nicht stimmen. Mit Ideen, die überhaupt nicht stimmen. Aber keiner hinterfragt das Zeug. Wenn man in den Bereich hineingeht, sagen wir Medizin, hat sich schon mal irgendeiner mal gekümmert um die Medizingeschichte? Was war vor 110 Jahren gewesen? Was war vor 120 Jahren gewesen? Wo hat der Rockefeller seine Finger drin gehabt? Das hat das ganze Zeug zentralisiert hat, um seinen verdammten erdölbasierten Medizinscheissdreck Medikamentenseichen zu verkaufen. Oh, von dem weiss natürlich keiner mehr. Ja, das ist schon so lange her, weißt, aber heute sind wir natürlich schon so weit. Ja, wir sind so weit. Wir sind nur in eine Richtung gegangen. Die andere Richtung, die Naturärzte und das alles, was es vorher gegeben hat, das wird heute verdammt verteufelt. Wir kriegen zu hören, oh, die Leute waren früher ja viel schlechter zu wegen. Nein, sind sie nicht. Wir haben heute viel mehr kranke Leute auf dieser Welt, als es vor 150 Jahren gegeben hat. Warum wohl? Es ist ein Geschäft. Egal, schauen wir im Bereich Geschichte. Geschichte wird von den Siegern geschrieben, das weiss man ja. Aber dass die Geschichte so dermaßen abgeändert ist, wer geht recherchieren, der findet ganz schnell einmal, oh ja, man hat ja Pyramiden, weiss man nicht genau, wie man gebaut hat. Man bindet 800 Tonnen schwere Blöcke, wo ursprünglich irgendwelche primitiven Leute mit Holzknüppeln und mit irgendwelchen Steinwerkzeugen sollen pfeifengerade Linien geschnitten haben und so weiter. Ja, ja, das kann man halt nicht so ganz erklären, aber unsere Version von der Geschichte stimmt trotzdem. Geht man noch ein bisschen näher schauen, findet man weltweit, und ich bin sehr weit gereist, ich habe sehr vieles gesehen auf dieser Welt, ich finde in Bangkok genau den gleichen Baustil. Alte Häuser, nicht neue Häuser, alte Häuser. Genau der gleiche Baustil wie in Südamerika oder in Florida oder auch sonst in Afrika gibt es so Städte. Alles schön Romeo-Greco-Baustil. Geht man da noch etwas tiefer rein, findet man, ja, Moment mal, schau mal Neuseeland an, wann ist das besiedelt worden? Wann sagen sie, sind die ersten riesigen Paläste gebaut worden? Aha, die haben plötzlich mit 15'000 Leuten, die dort irgendwie gekommen sind, als Kolonisten, mit nichts, haben die einfach solche, das war jeder Architekt gewesen. Hat jeder solche Häuser bauen können. Mit dieser Technologie, in dieser Schönheit. Schaut mal die Strukturen an. Keiner erklärt das. Würde man so ein Haus verkehren lassen, sieht es plötzlich aus wie eine alte römische Ruine. Apropos Rom. Schon mal etwas von Pompeji gehört? Pompeji, sagt man ja, das ist vor 2000 Jahren, ist das durch einen Vulkan, ist das untergegangen und so weiter. Oder? Wenn man da mal ein bisschen tiefer eintaucht. Aha, Pompeji, aha, da gibt's auf Landkarten gibt es da Verzeichnis, Städtli Pompeji 1600, irgendetwas. Ah, wenn man schaut, man findet Kanäle, die unten durchgehen, die im 16. Jahrhundert gebaut worden sind. Und jetzt? Das ist doch alles erstunken und erlogen. Dann haben wir da Altägypten, der Tutankhamun und weiss ich was alles. Gehen wir mal dort recherchieren. Gehen wir mal schauen, was da für Scheissdreck erzählt wird. Da wird irgendwie so ein Pharao in einem Loch verscharrt und dann plötzlich findet das irgendeiner, obwohl das andere Pharaonen ganz andere Mumien ganz anders verbuddelt worden sind und so weiter. Ganz viele Fragen, aber man hat ja die Antwort für alles und der brave Student glaubt alles, was einem gesagt wird, weil er hat ja überhaupt keine Zeit mehr, um so Zeug zu überprüfen. Jedes Gebiet, gehen die Astrophysik, genau der gleiche Scheissdreck. Da macht man uns vor, wir können da irgendwie ausrechnen, wie weit irgendein so ein Licht weg ist. Dabei weiss jeder, dass man das Licht nicht, ohne Referenz kann man nicht feststellen, wie weit das Licht weg ist. Geht nicht. Wenn keine Daten war und das Ding ausgemessen hat, dann kann das auch nicht. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Uns wird Zeug erzählt, wo gar nicht stimmt. Aber es dient dazu, ein gewisses Weltbild anzubringen, damit wir so denken und so reagieren, wie man es gerne hätte. Und trotzdem noch die Illusion hat, oh, ich habe selber gedacht, weißt, ich habe das so und so und so gesehen. Oder? Aufgrund von falschen Daten. Wie im Computer. Falsche Daten rein, falsche Daten raus. Der Computer meint immer, er macht das Richtige. Das meint der Mensch dann auch am Schluss. Er macht das Richtige. Ja, super. Aber schau mal an, was für ein Scheissdreck das wir da sind. Archäologie. Pah. Annahmen über Annahmen. Und wenn man dann irgendetwas findet, das nicht reinpasst,
Man schiebt es auf die Seite, man darf nicht darüber reden. Anthropologie, genau so. Oder? 50 Jahre oder 70 Jahre, nachdem dass man irgendwie so einen Totenkopf gefunden hat, wird dann herausgefunden, dass es gar kein Totenkopf ist von einem Menschen, sondern irgendwie von einem Affen mit einem Unterkiefer von einer Sau oder irgend so etwas. Es wird beschissen, gelogen und betrogen. Nie, auch wenn man es herausfindet, es wird nie richtig gestellt. Aber das interessiert ja keinen. Man will es ja gar nicht wissen. Weil sonst könnte ja ein ganzes Weltbild zusammenfallen. Tat und Wahrheit ist aber das meiste. Und zwar 99% von dem, was wir glauben, zwischen durch die Institutionen, die wir durchgehen, Universität, Ausbildungsstätten, Schulen usw., ist nicht wahr. Ist überprüfbar nicht wahr. Und da kann man machen, was man will. Man kann dann auf den Boden stampfen und sagen, doch, das ist wahr. Oder man kann dann sagen, oh, das interessiert mich gar nicht, oh, das beeinflusst mich doch gar nicht. Aber ich kann euch sagen, wer in einem gewissen Weltbild denkt, der wird auch nur zu gewissen Schlüssen kommen. Und der wird nie über den Tellerrand rausschauen können. Aber das hat mit dem zu tun, dass wir so trainiert und so verdammt konditioniert worden sind, dass die meisten von uns das gar nicht mehr merken. Und was ihr jetzt seht auf der Straße, wenn ihr nur mal rumschaut, Leute, die sich selber schädigen mit irgendwelchen Giftmasken, mit irgendwelchem Zeug, das ihnen nicht gut tut, weil man ihnen irgendetwas eingeredet hat. Und die denken dann noch, sie seien gut dabei. Ja, viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Und dann sind wir dann alle schön politisch korrekt. Ganz korrekt. Wir sind lieb mit unseren Henker. Wir sind ganz lieb. Oder der Stricker, der macht das wenigstens noch ein bisschen emotional und lässt es halt jemanden mal ein bisschen raus. Aber im Grunde ist er auch ein Liebe. Ganz lieb. Aber dass wir da über den Tisch gezogen werden, und zwar schon seit Generationen, das sagt keiner. Wir wissen nicht, woher wir kommen. Wir wissen im Grunde nicht, wo wir sind. Wir wissen auch nicht, was wir sind. Es wird uns einfach erzählt. Ja, wir sind zufällig entstanden, irgendwo etwas explodiert und dann aus nichts ist irgendwie ein Stein entstanden und dann aus dem Stein ist ein Mensch rausgekommen. Aha. Wir wissen nicht, wo wir sind. Uns wird irgendetwas erzählt von einer Kugel, von einem Planet und weiss ich was alles. Und wenn man da mal eintaucht und mal wirklich, wirklich Integrität, und zwar für sich selber, geht schauen, ob das auch wirklich stimmt, da wird man sein Wunder erleben. Da wird man Zeug sehen, wo man gar nicht darf sehen, weil man über eine Krümmung müsste hineinschauen. Ich habe Zeug gesehen, wo 60, 70 Kilometer weg ist, mit den eigenen Augen. Mit dem Feldstecher kann ich das anschauen. Und dann, was, muss ich mir von irgendeinem Arschloch erklären lassen, dass das eine Illusion war, die ich da gesehen habe? Nein, so nicht. Und dann rechnet man das aus. Man sieht auch noch andere Leute, die genau das Gleiche machen, mit elektronischen Geräten, mit Mikrowellen, die nicht um eine Kurve herumgehen. Geht nicht. Ist unmöglich. Geht nur geradeaus. Oder ein Laser. Licht beugt sich. Leider nur meistens gegen oben und nicht gegen unten, aber das ist ein anderes Thema. Man kann eintauchen, wo man will. Man wird beschissen, wo man will. Überall. Und dann habe ich einen Kollegen, Historiker. Ich rede mit dem über das, was er da an der Uni macht und weiss ich was alles. Und ich muss mir von dem anhören. Von einem gestandenen Fachmann. Geschichte ist der wissenschaftliche Umgang mit Meinungen. Super. Vielen Dank. Das ist die Schlussfolgerung von einem Akademiker, der im Bereich drin ist. Ich habe selber für die Pharmaindustrie mal gearbeitet. Ich habe Software geschrieben. Ich habe gesehen, wie die Typen agieren dort. Das ist nur ein Wehrweisen und keine Verantwortung übernehmen. Und überhaupt geht mich nichts an. Ich mache nur meinen Job. Was der macht, will ich gar nicht wissen. Das ist seine Verantwortung. Das hat mit mir nichts zu tun. Hauptsache, ich komme ins Alltag über und kann mein Häuschen abzahlen. Das ist so das Leben, das wir hier leben. Furchtbar. Beschissen von A bis Z. Und dann werden die Leute noch verrückt, wenn man denen das sagt. Hey, du bist belogen. Mark Twain, oder? Es ist einfacher, die Leute zu belügen, als ihnen klar zu machen, dass sie belogen worden sind. Ja. Und jetzt? Aber es ist leider, und leider Gottes, halt heute die Zeit, wo man entweder checkt, was läuft, oder untergeht. Und die untergehen, die lassen sich vergiften durch irgendeine genmanipulierende Injektion, wo man sagt, es sei eine Impfung, die nicht einmal eine Impfung ist, rechtlich gesehen, sondern einfach ein medizinisches, ein Medical Device, wie sagt man das auf Deutsch, ein medizinisches Gerät, ein Programm im Grunde genommen, ein Betriebssystem, eine Änderung
Also, es ist absoluter Wahnsinn, was da abgeht. Und die Leute, die glauben an jeden verdammten Scheissdreck, der da gesagt wird. Also, es ist unfassbar. Unfassbar. Und man schnurrt immer noch über einen PCR-Test. Oder über Todesraten, über Todeszahlen. Oh, es ist ein bisschen hoch, ein bisschen nicht. Merken die dann eigentlich nicht, dass sie da alle verarscht werden? Auch ein Stricker, auch ein Marco Caimi, der in seinem Fernsehdingsel sein Ding gut macht, super gut. Aber der ist ein Sektenbrüder, der sieht keinen Schritt weiter, dass er mit seinem Verhalten gegenüber am Staat andere Leute schädigt. Leute werden ausgenommen. Weil man das... Also, das ist furchtbar. Ich wollte das mal einfach kurz anschneiden. Ich mache dann irgendwann mal auch noch mal ein bisschen detailliert, dass man auch ein bisschen auf die Daten eingehen kann. Die schönen Bilder, die man sieht, von diesen gleichen Baustil weltweit, an abgelegenen Orten, wo niemand hinkommt. Aber man baut so Häuser, wunderbare Häuser, die von einer früheren Zivilisation zeugen. Es gibt Bücher. Anatoly Fomenko ist zum Beispiel einer, ein russischer Mathematiker, der hat ganz andere Sachen, ganz einfach mal mit dem astronomischen Bild, wann hat es einen Komet gegeben, wann war der Mond da gewesen, oder wie hat... Die NASA die sagt, es gibt eine Zeit, wo sich der Mond schneller und langsamer bewegt hat. Und warum? Ja, weil es sonst nicht mit der Geschichtsschreibung übereinstimmt. Was für eine Geschichtsschreibung? Die da den Skalliger herausgefunden hat, also einfach mal der Chronist mal im 16. Jahrhundert alles aufgeschrieben hat und gesagt, so, das ist jetzt Geschichte. Das ist Belug und Betrug. Das Problem ist halt einfach, dass die meisten Leute keine Zeit haben, um in das hineinzuschauen. Die haben einfach gar keine Zeit. Die sind so fix und fertig vor ihrem Hamsterrad am Abend, dass die einfach nur noch vor dem Fernseher hocken und noch mehr Scheissdreck ins Hirn bekommen. Aber selber hinsitzen und mal wirklich selber schauen, was ist plausibel und was nicht. Da kommt man auf die Welt. Da kann man durchgehen, wo man will. Da kann man einen Einstein anschauen. Das ist auch so ein Lügenbrüder. Das sind Märchen. Irgendwelche Konzepte. Raumzeitkrümmung. Ich lache mir ja einen ab. Vorher hat es Leute gegeben, die haben von einem Äther geredet. Die haben das versucht zu erklären. Heute hat man irgendwie Higgsfeld, heisst das. Das ist genau das gleiche wie ein Äther. Man darf es einfach nicht mehr sagen. Und wer dort hineingeht, welches Gebiet, welcher Fachbereich auch immer, vor allem wenn es um theoretische Sachen geht, wenn es um Weltbilder geht, Geschichte, Weltbild. Wir sind alles primitive Affenmenschen und was wir heute haben, wir sind so eine Herde, die man im Zaum halten muss und sonst geht es nicht. Wenn wir wüssten, dass wir aus einer hochstehenden Zivilisation kommen, die vor 400 Jahren kaputt gegangen ist oder kaputt gemacht worden ist, dann würden wir anders leben. Wir würden anders über uns denken. Wenn wir wüssten, dass wir auf einer flachen Ebene sind, dass es irgendwo einen Rand gibt, dass es keine Kugeln ist, dass es nicht Zufall ist, dass wir da sind, wir würden anders denken, wir würden anders umgehen mit den Leuten. Aber das dürfen wir ja nicht. Man muss ja annehmen, dass man irgendwie nihilistisch einfach ein kurzes Leben hat, wie ein Funken, und dann muss man alles auskosten, was man kann, alles kaputt machen, was man kann, und alles an sich reissen, was man kann, weil nachher ist es fertig. Super, wunderbar. Was da jetzt alles abgeht, ist das Resultat von dieser Hirnwäsche. Und da ist jeder selber die Schuld, weil es geht jeder Einzelne an. Da kann niemand kommen und sagen, du, schau, das ist so, und das ist so, und das ist so, und der glaubt dann anstelle von, oh, ja, jetzt glaube ich halt etwas anderes. Nein. Zuerst muss man sich mal bewusst sein, dass vieles, was wir glauben, oder was wir glauben und meinen zu wissen, dass das absoluter Bullshit ist. Dass das absolut nicht wahr ist. Wir wissen nichts. Und von dem muss man neu aufbauen. Und neu aufbauen. Und nicht irgendwie einen Glauben mit einem anderen ersetzen und dann irgendwie, ja, oh, gut, machen wir wieder weiter im Hamsterrädchen. Jetzt habe ich halt eine andere Meinung über das. Meinung sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Und viele davon stinken. Naja, wenn mir der Kragen platzt, muss ich irgendein Video machen. Das habe ich jetzt gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.